Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MacWelt TV. Wir zeigen Ihnen heute das neue iPhone 3GS von Apple. Wir möchten die neuen Funktionen vorstellen und außerdem vergleichen, ob sich der Umstieg von dem iPhone 3G tatsächlich lohnt. Eine der ganz neuen Funktionen hier im iPhone 3GS ist der eingebaute digitale Kompass. Da ist ein Magnetsensor drin und der kann die Himmelsrichtung bestimmen. Das sieht man hier, das ist auch das neue Programm namens Kompass und das zeigt die Himmelsrichtung an. So ist das Ganze jetzt noch wenig spektakulär, aber es gibt für diesen neuen digitalen Magnetsensor auch Anwendungen, die sehr viel praktischer sind. Das zeigen wir später. Apple verspricht, dass man mit dem neuen iPhone 3GS bis zu doppelt so schnell im Internet surfen kann. Wir probieren das aus. Rechts ist das iPhone 3GS, das neue Modell, und links das iPhone 3G, das bisherige Modell. Wir laden mit beiden iPhones eine Webseite, hier Spiegel Online. Wir benutzen dafür eine WLAN-Verbindung, da diese aussagekräftiger ist als eine UMTS-Verbindung. Und los! Während das iPhone 3GS schon fertig ist, lädt das iPhone 3G immer noch. Erst jetzt ist auch das iPhone 3G fertig. Ein klarer Sieg für das iPhone 3GS. Mit dem neuen iPhone-Betriebssystem Version 3.0 ist eine neue Suchfunktion in das iPhone gekommen. Dazu drückt man die Home-Taste oder wischt nach rechts, um ganz nach links zu gelangen. In dieses Suchfeld kann man den gewünschten Begriff eingeben und erhält sofort ein Ergebnis. Die Spotlight-Suche zeigt die Suchergebnisse nach Medien sortiert. Hier sind Adressbuchkontakte, Lieder aus dem iPod oder Termine aus dem Terminkalender. Man kann auch Programme direkt aus der Suchfunktion heraus eröffnen, so wie hier. Man tippt den Namen ein und tippt auf das gewünschte Programm. Dies öffnet sich und startet sofort. Mit der neuen Spotlight-Suche kann man auch Musik auf dem iPod oder Filme aus der Bibliothek finden. Auch hier tippt man einfach nur den Namen ein und sucht das gewünschte Ergebnis. Dann öffnet sich der iPod-Player. Neu ist jetzt auch, dass man Befehle durch Schütteln des iPhones ausführen kann. Man kann beispielsweise Musik abspielen und dann, wenn man schüttelt, dann spielt der iPod ein anderes Lied ab. Ich zeige uns das mal gerade. Die Musik läuft und der iPod wird geschüttelt und spielt ein anderes Lied ab. Das wird dann zufällig ausgewählt. Wieder schütteln und anderes Lied. iPhone 3.0 und Mobile Me zusammen gibt es eine neue Funktion. Sie heißt Find My Phone. Damit kann man sein iPhone über den Computer finden. Das ist ganz nützlich, wenn man das iPhone beispielsweise nicht mehr findet oder wenn es gestohlen wurde. Wir probieren das jetzt mal aus. Eigentlich müsste es hier irgendwo sein. Ha, das klingt doch, als ob. Ha, tatsächlich. Da ist es doch. Hier ist die Nachricht für das iPhone. Wo wir jetzt eh schon mal im Auto sitzen, können wir auch gleich die Kompassfunktion mal in der Praxis ausprobieren. Wir benutzen dafür Google Maps, das eingebaute Google Maps Tool und den eingebauten Kompass. Der Knopf für den Kompass ist hier, wo auch der Knopf für die Ortung ist. Wenn man einmal drückt, wird das GPS aktiviert, wie jetzt. Wir sind der kleine blaue Punkt. Wenn man jetzt nochmal drückt, dann wird das... So, jetzt sehen wir die Kompassfunktion. Dieser kleine weiße Kegel soll unser Sichtfeld sein. Also wir schauen genau dort in diese Richtung. Hier sieht man den Kompass nochmal in seiner eigenen Kompass-App. Hier werden die Himmelsrichtung angezeigt,
und auch nochmal in Gradzahlen die genaue Himmelsrichtung. Hilft einem aber jetzt in der Praxis viel weniger weiter als jetzt die Google Maps Applikation, die mir auch wirklich zeigt, wo ist welche Straße, wo bin ich gerade, wo schaue ich hin. Ja, ist aber als Spielerei ganz nett. Jetzt probieren wir mal die Spracherkennung von dem neuen iPhone aus. Dafür muss man hier die Taste drücken. Spielband Asia. Das war's nicht. Spielband Asia. Sie hören Genius Wiedergabeliste Money for Noting, Ihre Streits. Das war's auch nicht. Rufe Sebastian Hirsch. Anrufen 54845. Das ist er nicht. Rufe Patrick Woods. Anrufen Alfred B. Nein, das war er auch nicht. Rufe Patrick Woods. Keine Treffer. Rufe Patrick Woods. Anrufen 5860. Spiele Asia. Anrufen 424. Nein, das bitte nicht. Spiele Titel von Asia. Titel von Asia. Jetzt funktioniert's. Spiele Titel von Asia. Sie hören Titel von Asia. Oh, diesmal hat er es erkannt. Spiele Titel von Dire Straits. Sie hören Titel von Dire Straits. Respekt. Ruf Sebastian Hirsch. Sebastian Hirsch, Arbeit oder Mobil? Mobil. Anrufen Sebastian Hirsch, Mobil. Oh, wenn man erscheint es zu lernen, oder? Vielleicht passen wir uns auch immer besser der Aussprache des iPhones an. Ich versuche jetzt nochmal einen englischsprachigen Künstler aufzurufen mit laufendem Motor. Spieltitel von Asia. Keine Treffer. Das funktioniert nicht. Spieltitel von Dire Straits. Mehrere Treffer. Alfred Bäder oder André Horn? Das war auch nicht. Jetzt möchte er jemanden anrufen. Das wollten wir aber nicht. Neu bei dem iPhone 3GS ist auch, dass es jetzt Videos aufnehmen kann. Das testen wir hier einmal. Das findet man unter der Fotofunktion, wo es jetzt auch einen Schalter gibt, um Videos aufzuzeichnen. Die Videokamera findet man hier unter dem Kamera-App. Da ist jetzt ein kleiner Schalter, mit dem man zwischen Foto und Video umschalten kann. Dieses blaue Quadrat zeigt den Schärfepunkt an. Hier kann man manuell auswählen, wo die Belichtung und die Fokussierung drauf eingestellt sein soll. Hier machen wir eine Aufnahme. Hier startet man die Aufnahme. Und hier oben wird angezeigt, wie lange man schon aufgenommen hat. Und stopp. Die Aufnahmen werden hier unten gespeichert. Die Kamera hat jetzt auch einen manuellen Fokus. Man kann die Stelle antippen, dann wird diese Stelle scharf gestellt und die Helligkeit wird auf diese Stelle angepasst. Wenn man jetzt beispielsweise hier hintippt, wird das Haus in den Vordergrund gerückt und die Blume wird unscharf. Hier zurück. Und die Blume ist das Motiv. Test vom iPhone 3GS. Wie Sie gesehen haben, es gibt einige Verbesserungen, es ist schneller geworden, die Kamera ist verbessert worden, das ist sehr erfreulich. Weniger erfreulich ist, dass die Sprachfunktion nicht so funktioniert, wie sie sollte. Also im Auto bei laufendem Motor hat sie uns zum Beispiel gar nicht verstanden, das ist sehr ärgerlich. Also insgesamt gibt es viele Detailverbesserungen, aber keine Revolution. Der Umstieg vom iPhone 2G, der lohnt sich auf jeden Fall. Vom iPhone 3G, das muss jeder selbst entscheiden.